Heute zeige ich euch diesen leckeren Kartoffel-Brokkoli-Auflauf. Und wenn ihr wissen wollt, wie der zubereitet wird, dann solltet ihr unbedingt dranbleiben. So, ich beginne jetzt erstmal mit meinen Kartoffeln. Die werden erstmal geschält. Und dann werde ich die Kartoffeln in dünne Scheiben hobeln. Übrigens habe ich auch schon mal einen Kartoffelgratin gemacht. Das kann ich euch ja mal hier an der Seite verlinken. So, jetzt habe ich hier Brokkoli. Den teile ich noch ein kleines bisschen in Röschen. Ich hab übrigens hier den Brokkoli-Strunk, den könnt ihr entweder so schnopsen oder ihr macht den einfach unbedingt in den Auflauf mit rein, weil der ist sehr, sehr gesund. So, für meine Mehlschwitze gebe ich hier etwas Butter in einen Topf. Also das wird ja eine Bechamel-Soße. Und die lasse ich jetzt erstmal erhitzen. Also schmelzen sozusagen. So, und sobald die Butter geschmolzen ist, gebe ich Mehl hinzu. Und werde das sozusagen pünktchenfrei verrühren. Und dann gebe ich immer so schlückchenweise Milch dazu. So, und die Bechamelsoße, das ist ja bloß das Grundrezept. Und ich werde jetzt noch Sahne hinzugeben. So, ich habe jetzt schon die Temperatur niedriger gestellt auf Stufe 2. Jetzt werde ich die Soße noch würzen mit ordentlich Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Verrühre das kurz miteinander. Dann habe ich hier zwei Lorbeerblätter, die gebe ich mit hinzu und lasse das sozusagen mit einköcheln. Und das dauert so. Also ich lasse das jetzt so für 5 bis 10 Minuten köcheln. Und wenn ich das da, bevor ich das dann nachher auf den Auflauf mache, muss ich dann aber die Lorbeerblätter wieder rausnehmen. Jetzt hat das Ganze schön vor sich hin geköchelt. Und jetzt werde ich die Lorbeerblätter wieder herausnehmen. Wenn ich die nämlich nicht herausnehme, dann geben die dann am Ende so einen bitteren Nachgeschmack. Und das wollt ihr ja nicht. So, und jetzt gebe ich die gesamte Bechamelsoße hier über meinen Auflauf. Und dann gebe ich darüber den geriebenen Käse. Mein Backofen, der ist auch schon vorgeheizt auf 200 Grad. Und der kommt jetzt für mindestens 30 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Ja, und das ist es ja jetzt gewesen, mein Kartoffel-Brokkoli-Auflauf. Ich finde, der ist mal ganz gut gelungen. Und wir freuen uns auch schon alle, den endlich zu verspeisen. Ich schreibe euch wie immer zum Nachmachen das Rezept in meiner Videobeschreibung. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und noch einen wunderschönen Tag.